So, als nächstes die Überlegung. Ich nur kurz probieren. Ich glaube, ich kann hier auch streichen, oder? Ja, da können wir auch noch streichen. Das machen wir dann als nächstes, wenn wir hier vorne fertig sind. Erstmal ist ja der Innenraum noch. Ich meine, guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Wie wirkt denn das in Weiß? Wäre jetzt nicht unbedingt meine Farbe der Wahl, aber für den Anfang geht es erstmal, oder? So, man braucht ja auch ein bisschen was zu tun erstmal hier, ne? Ein bisschen drauf achten, wann vielleicht ein neuer Kunde an der Zapfsäule auftaucht. Ich glaube, wir müssen auch bald wieder Benzin. So, wenn, dann will ich jetzt hier erstmal alles hier vorne ordentlich haben. Dann machen wir hinten das Haus. Und dann können wir von mir aus mit der Story weitermachen. Ordnung muss sein. Und ich will das hier ganz in Ruhe machen und genießen. So, jo, bin da. Okay, ich glaube, ich komme nicht drum rum, wieder Benzin zu bestellen. Ich hoffe nur, dass das aktuell nicht so teuer ist. Umso mehr Gewinn können wir rausschlagen. $2 immer noch. So, noch haben wir ja auch keine Kunden, die hier reingescheißert kommen oder irgendwas. Was mich am traurigsten macht, ist, dass ich diese Aufnahmesession in ein paar Minuten schon beenden muss. Aber was mich glücklich macht, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass ich morgen weiterspielen kann. Hoppla! Sind wir hier drin mit dem Streichen auch fast fertig. Sehr schön. Den Deckenbereich müssen wir noch mal gucken, aber ich glaube, der zählt tatsächlich als, naja, als Dach. Da oben. Das zählt, glaube ich, als Dach. Ja. Das zählt als Dach. Ah, wir werden später, wir können später noch so viel mehr anbieten hier. Ich freue mich schon. Vielen Dank, guter Mann. Wo ist denn mein Haus? Nee, warte. Ja, das streiche ich, wenn es wieder hell wird. Was ganz cool ist, ich glaube, wir können hier auch hochklettern, ne? Hier übers Dach laufen. Und uns die ganze Situation mal von oben angucken. Wir können auch springen tatsächlich. Oh, warte mal. Gibt es wieder Müll an unserer Tankstelle? Hat hier irgendwer irgendwo was hingeschmissen, was ich beseitigen müsste? Hm.
Wir lesen gleich mal unsere neue E-Mail. Während ich darauf warte, dass es wieder hell wird, dass ich sehe, was ich da streiche. So, Mr. T, was darf es denn sein? Benzin also, ja? Boah. Haben Sie Glück, habe ich zufällig da. Ah, ich bin gespannt, wie sich, was es später noch so für Optionen gibt. So ein bisschen was kennen wir ja schon aus dem Stream. Gute Reise noch. Diese E-Mail ist auf versteckt gesetzt. Ich weihe dich in ein Geheimnis ein. Du wirst wohl nicht weit kommen, wenn du nur nach den Regeln spielst. Viele von ihnen sind explizit dafür gemacht, Menschen in ihren Bahnen zu halten. Aber manchmal braucht das Leben einen kleinen Kniff im sprichwörtlichen Schloss, wenn du verstehst, was ich meine. Aber lass dir das Adrenalin nicht in deinen Kopf steigen, höre genau zu. Stelle zunächst den Dietrich nach links oder rechts ein mit A und D. Wenn du glaubst, dass er richtig ausgerichtet ist, drücke ihn nach oben mit der Leertaste. Halte in dem Moment an, in dem du siehst, dass sich der Dietrich deinen Versuchen widersetzt. Passe die Position an und versuche es erneut. Wenn du das Schloss knackst, erhältst du wahrscheinlich etwas Geld, etwas zum Verpfänden oder vielleicht sogar eine einzigartige Dekoration. Je schwieriger das Schloss, desto größer die Chance auf eine bessere Belohnung. Denke daran, dass es Alarme gibt und du bestenfalls zwei Versuche hast, ein Schloss zu knacken. Wichtig! Lösche diese Nachricht innerhalb einer Woche. Wenn du es nicht tust, werde ich sie mit anderen Mitteln löschen lassen. Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir. Verstanden? Gut. Oh, schickes Auto, der Herr. Ich bin doch ein Herr, ne? Ich kann es gerade nicht erkennen, ich kann die Kamera nicht üben. Und ich werde gerade auch wieder von einem Kater belagert, für den ich gerade gar keinen Platz hier auf dem Sessel habe. Können wir den Dietrich schon mal einsammeln? Ich glaube, diese Dietrich-Geschichte hatte ich beim letzten Mal verkackt, oder? Schloss knacken. Drücke, um den Dietrich zu drehen. Halte A gedrückt, um zu versuchen, den Kofferraum zu öffnen. Achte darauf, den Dietrich nicht abzubrechen. Du hast nur zwei Versuche. Wenn du scheiterst oder das Fahrzeug verlässt, ist ein erneuter Versuch nicht möglich. Du machst dich hier echt ganz schön dick, mein Lieber. Das empfiehlt sich eher bei parkenden Autos, oder? Nicht unbedingt bei einem Auto, was hier... Ah, probeweise kann ich es hier machen. Okay. Ein Dust Bowl Painting habe ich erhalten. Schön. Das ist eine sehr dekorative Geschichte. Wieso kann ich das da hinten nicht wieder aufbauen? Das finde ich doof. Ach Mann. Ich glaube, dann würde ich die tatsächlich eher verkaufen wollen erstmal. Das Gemälde. Kann ich das... Hier zum Beispiel an der Wand aufhängen, ja. Obwohl, warte mal. Hier vorne, da macht es sich viel besser, oder? Eigentlich nicht.
Ach, gefällt mir eigentlich alles nicht. Ich muss gleich nochmal in Ruhe gucken. So, wie viel habe ich jetzt noch? 87. Na, wohl für den Moment geht es erstmal, oder? Ich hänge das bei Gelegenheit mal woanders hin. So. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es gleich hell wird und dann können wir erstmal hinten streichen gehen, bevor ich die Regale kaufe, weil ich weiß genau, worauf das als nächstes hinausläuft hier. Kundschaft. Und da hinten kommt auch unser Benzintruck. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Was darf sein? Kenne ich Sie nicht aus der Schule? Nee. Sie sind doch dieser Command & Conquer-Typ, ne, oder? Ja, ich erinnere mich. Was ist aus dem Franchise eigentlich geworden? Ich vermisse es. Ich habe früher immer sehr gerne Command & Conquer gespielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ich weiß. Finde ich auch. Okay, dann stellen wir uns schon mal bereit, um die Pumpe aufzudrehen. Können wir uns das Schauspiel hier auch einmal in Ruhe angucken? Nebenbei vielleicht auch die Müllabfuhr nochmal kommen lassen. Wir haben ja schon so ein bisschen Müll nochmal in den Container geschmissen, ne? Und dann gehen wir streichen da hinten. Hier noch Zeug, was ich wegschmeißen kann. Irgendwelche Paletten oder irgendwas. Noch nicht, vielleicht später. So, der schließt das da an, dann kann man da aufdrehen. Hier. Oh ja, der ist tatsächlich... Hat er auch gemacht, sehr schön. Gott, wie das hier alles noch aussieht, ne? Das wird doch unser Lagerhaus hier übrigens. Okay, Kunde, ich komme, ich komme, ich komme. Bin da. Harvey, kannst du nicht wenigstens auf die andere Seite? Gerade die rechte ist immer so... Ah. Mal kurz. Der liegt hier auf der Lehne. Und ich nehme aber immer mal wieder zwischendurch meine Hand. Ich lege die eigentlich gerne mal so zwischendurch dahin. Ich habe so einen Tick. Ich gucke mir ganz gerne auch mal zwischendurch so... Zahlen an, wenn in Zahlen steigen oder so, ist das ganz schlimm bei mir. Es ist wirklich ein Tick. Und dann nehme ich ganz oft die Hand von der Maus. Und das kann ich gerade nicht, weil der Kater da liegt. Ich kann aber auch nur in 100, 200 und 500 bestellen, ne? Naja, gut. So, ein bisschen streichen hier hinten. Oder zumindest mal anfangen. Machen wir erstmal das gleiche Farbschema wie vorne, oder? Dann sieht man, dass das zusammengehört. Und außerdem habe ich nicht wirklich großartige Alternativen im Moment.
Das Warenhaus. Sollen wir das erstmal in Betrieb nehmen? Lieber Kunde, ich bitte um einen Augenblick Geduld. Ich würde gerne diese Seite hier noch schnell fertig pinseln. Ich komme dann gleich zu Ihnen. Wir wohnen über unserem Warenhaus. Oh nee, 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 nee. Damit fangen wir gar nicht erst an. So, ich komme, ich eile, ich bin gleich bei Ihnen. Aber wissen Sie, ich bin hinten auch am Streichen. Oh, hallo. Wie geht's denn so? Ich bin hinten am Streichen, wissen Sie? Man muss ja die Tages-, das Licht muss man ja nutzen. Man sieht ja sonst auch gar nicht, was man tut, ne? Sie kennen das bestimmt. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich mir sie so genau ansehe, aber... Ja. So, ich muss weitermachen. Ciao. Kann ich die Treppe eigentlich eigenständig streichen oder geht das nicht? Hoppla. Ein bisschen schwungvoll gewesen, oder? Ach, ich mag das Spiel. Das hat irgendwie was. Ich erwirtschafte jetzt schon so viel Geld, dass das nächste Story-Element, was ja dann kommt, potenziell vielleicht gar keinen Sinn mehr macht. Ich sollte vielleicht tatsächlich meine Story ein bisschen voranschreiten. Aber gleichzeitig will ich auch alles in Ruhe erledigen. Da ist ein Kunde am Kraftstoff. Setze ich mich gleich auseinander. Erstmal zu dem Kunden. Oh, hier ist auch noch Sand zum Wegbuddeln dann. Gut, dass ich den entdeckt habe. Da werden wir uns dann auch gleich drum kümmern. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich bin schon da. Im Moment ist es auch so entspannt, dass ich hier ganz in Ruhe durchlaufen lassen kann, um sicherzustellen, dass ich da auch einen guten Punkt erwische, ne? Da ist auch noch Sand. Gott. Ich hab doch noch ein bisschen was zu tun hier, wa? So, wie kommt man da jetzt am besten dran? Ist schon ein bisschen traurig, dass ich das so machen muss, wie ich das gerade mache, aber... Wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt, ne? Werde ich mich bestimmt nicht drüber beschweren. Man muss halt nur richtig treffen. So, hier vorne die Seite noch. Und dann das Dach. Und dann müssen wir noch gucken, ob wir von innen hier auch irgendwas machen können, ne? Soll ja schon irgendwann auch alles noch ein bisschen nach was aussehen. Vorne ist wieder ein Kunde. Komme gleich. Ach Gott, ist schon stressig, wenn man alles selber machen muss hier, ne? So, guten Tag.
Aber ich bin ganz froh, dass die im Moment tatsächlich noch in einem relativ gemäßigten Abstand zueinander kommen. So. Okay. Ich kann hier ein bisschen weniger anpinseln, als mir eigentlich lieb ist. Das sieht bei dem Haus noch echt scheiße aus. Noch schlimmer als bei dem anderen, aber naja, was soll's. Ist mir egal. Das wird, später kommen da eh andere Farben dran. Das erstmal für jetzt und dann gucken wir mal. Dann kümmern wir uns erstmal um den Kunden da vorne und dann machen wir das Dach. Dann gucken wir mal, ob wir drinnen was machen können und dann, wenn wir dann noch Zeit haben, können wir anfangen mit dem Bagger da hinten den Sand wegzubaggern. Die wollen alle immer so viel. Da muss ich ja ständig auftanken lassen, das ist ja furchtbar. Hinten ist eine Leiter, ne? Ach ja. Auch wir haben in der kurzen Zeit, in der wir hier sind, ja schon einiges erreicht. Finde ich gar nicht so. Ich muss jede Seite einzeln pinseln. Ach je. Aber okay. Machen wir. Falls jetzt in der Zeit ein Kunde kommt, der muss halt kurz warten, weil jetzt bin ich gerade einmal auf dem Dach, jetzt mache ich das Dach auch fertig. Ich meine, ist ja nicht so, als ob es irgendwelche anderen Tankstellen hier in der Nähe gibt, die mir Konkurrenz machen könnten, ne? Es gibt doch keine anderen Tankstellen hier in der Nähe, die mir Konkurrenz machen könnten, oder? So, ich frage mich auch, wie lange die Kunden warten, bevor sie irgendwann einfach angeekelt abhauen. Auf der anderen Seite, die sind ja auch auf so eine gewisse Art und Weise, sind ja auch so ein bisschen auf mich angewiesen, ne? Also, das ja schon. Ich bin unterwegs, ich komme. Guten Tag. Na, sie werden aber noch eine Weile weitergekommen, oder? Ein süßes Auto, was sie da haben. Jo, ihn auch. So, bestellen wir gleich nochmal was. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier von innen... Das ist ja, im Moment ist das nur das Obergeschoss da, ne? Ich finde es schade, dass ich den da nicht streichen konnte. So, wunderbar, wir können von hier auch streichen. Oh, warte, lasst uns hier mal die Farbe nehmen. Dann haben wir alle Farben einmal irgendwo benutzt. Oder fast alle Farben? Nee. Doch, alle Farben einmal benutzt, die wir im Moment haben.
finde ich an sich soweit in Ordnung. Ob wir das hier oben irgendwann auch noch für irgendwas anderes nutzen als im Zweifelsfall Deko. Außen. Das finde ich ein bisschen doof, dass ich das nicht von innen streichen kann, da die Decke. Ich kann die doch nicht von innen streichen, ne? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Müssen wir gleich noch mal kurz probieren, bevor wir zu dem Kunden gehen. Naja, gut. Dann sehen wir als nächstes so, dass wir uns den Bagger noch mal schnappen. Ich werde mir gleich auch noch mal was zu trinken eingießen. Oh, das war perfekt. So, da ist ja noch Sand, den will ich tatsächlich noch wegbaggern. Weil, wenn ich ihn jetzt gerade gefunden habe. Weil sich unser Areal, unser Land ja eher noch erweitert und dann da neue Sandklotze und sowas dazukommen, dann möchte ich die alten eigentlich alle weg haben. Im Moment haben wir ja so ein bisschen Leerlauf zwischendurch, wo wir uns um solche Sachen dann auch kümmern können. So, da die beiden. Das wird eine Weile dauern. Vor allem, weil wir den Dings ja zwischendurch auch wieder aufladen müssen. Oder auftanken müssen auch. Bestimmt bei jeder Tour unterbrechen, müssen wir mal einen Kunden da haben. Ja, da ist auch schon wieder einer. Der kann jetzt kurz warten. Was wir leergeräumt haben, aber leergeräumt, das ist mir das Wichtigste. Schönen guten Tag. So, einmal voll tanken? Natürlich, kommt sofort. Das nächste, was wir dann eröffnen werden, ist der Verkauf. Da brauchen wir dann auch Parkplätze für, deswegen, da möchte ich dieses ganze Sandgedöns hier weg haben. Damit wir dann da wunderbar expandieren können. So, das käme mir wahrscheinlich mit dem Benzin billiger, wenn ich ihn einfach zwischendurch zurücksetzen würde, weil das ist jetzt quasi direkt neben seinem Ding. Aber das ist Schummeln, das meine ich nicht.